Hallo YouTube, Arztins hier. Heute gibt es mal wieder ein brandaktuelles Opening für euch. Eigentlich habe ich diese Woche keine Zeit, um Videos zu drehen, einfach weil die Bandlist gekommen ist und ich jeden Tag mindestens 120 Briefe für euch fertigstellen muss. Aber ich dachte mir jetzt, ach komm, du hast jetzt Bock mal was anderes zu machen, brauchst doch mal ein bisschen Erholung und ein bisschen Zeit für dich. Und da dachte ich mir, jo, dann machen wir doch das Produkt auf, was gerade ankam. Code of the Duelist Special Edition, hier wieder mit dem Firewall Dragon müsste es sein drauf. Und dann sehen wir hinten halt die Special Cards hier, die Promos, die drin sind. Der Starboy ist interessant, Skymaster endlich einen Reprint und vor allem die meisten freuen sich auf das Strike. Und das müsste auch eine neue Karte sein, ich weiß auch gar nicht was. Cybers Bacon, also für die Cybers Monster eine neue Falle. Jo, gucken wir uns mal das Ding an. Wie immer in Englisch von mir und also ich rede nicht auf Englisch, sondern die Karten sind auf Englisch. Jo, und 10 Stück sind hier drin, A3 Booster vermute ich mal, plus die Special Karten. Und da fangen wir doch mal an. Ja, Code of the Duelist war verrufen als schlechtestes Set aller Zeiten. Da geht erstmal die Verpackung flöten. Aber hat sich mittlerweile gut erholt. Und da haben wir jetzt hier schon das erste Strike, was uns begegnet. Und dazu ist dann die Cybers Bacon. Das sind die ersten Special Karten. Strike hatte ich so gedacht, wird am Anfang 3 Euro gehen, ist aber momentan bei 5, 4,5 so ungefähr. So, erstes Booster, eine Super. Also vorstellen an den Karten in dem Booster muss ich euch glaube ich ja nichts vorstellen, weil ihr die alle schon kennt. Ist nur interessant zu sehen, ob ich denn hier was Cooles drin habe. Ansonsten der Mr. Boy geht so bei 1,20 glaube ich gerade los. Gut, wir sind jetzt gerade Mittwoch, immer noch im Vorverkauf. Ja, und der erste Secret Rare, die Lumina, sehr schön. Packen wir die mal hier runter und machen das zweite Pack auf. Kann also sein, dass die Preise jetzt noch die Tage etwas nach unten gehen. Mit den Special Karten meine ich jetzt. Und jo, da haben wir den Mr. Boy. Was kann der überhaupt? Warum wollen die so viele haben? Er braucht 2 Wassermonster. Ist wahrscheinlich dann fürs Paleo ganz gut. Alle Wassermonster bekommen 500, alle Feuermonster verlieren 400. RIP. If this card is destroyed by battle or card effect, you can target. Achso, okay. Also der gleiche Effekt wie der Missus Radiant für die Erde. Macht er das gleiche jetzt hier für die Paleo Decks. Und ja, cool. Hat auch genauso viel Angriff dann wie der Missus und dann kann man vermuten, dass dann die anderen Feuer, Erde, was alles noch kommen könnte, auch die gleichen Effekte haben. Ich mach das schon auf, jetzt mache ich noch nicht fertig. Und hier haben wir eine Super Rare, die Lila. Im gleichen Pack wie die Lumina, glaube ich. Und der Rico war auch noch dabei. Jo, hier haben wir volle Lightsworn Action oder Twilight Action. Und dann haben wir noch eine Ultra. Die Lee, die Fee von den Vault Chalice. Also ich glaube, die ganzen Special Packs muss ich jetzt hier nicht weiter aufmachen. Im Verlauf des Displays, wenn hier wieder die gleichen sind. Ja, sind wieder die gleichen drin. Ja, habt ihr die vier mal gesehen? Ich hoffe, die Audioqualität stimmt auch so. Ich habe jetzt keine Mühen mehr gemacht, mein Mikro hier daneben zu stellen. Weil es einfach ein bisschen schnell gehen muss, weil ich halt gleich weiterarbeiten muss, weil ich muss fertig werden. Heavy Storm, das da hat sich mittlerweile gut durchgesetzt im Zodiac Deck. Habe ich oft in Regionals gesehen. Im Missus Radiant. Jo, und in Max sein Video letztens, wo er über die Liste geredet hat, da hat er ja auch ein paar Leo 60 Karten gespielt mit dreimal Heavy Storm Duster. Die Karte wird sich wahrscheinlich noch im Meta integrieren können. Kommt halt auch immer darauf an, wie das Meta sich gestaltet. Wenn es eher ein OTK-lastiges Meta ist wie Murmel oder so, da braucht man die natürlich nicht. Aber ansonsten hier haben wir die Trickster Spielfeldzauberkarte, die Light Station oder Stage. Tja, Trickster ist auch noch so ein unbeschriebenes Blatt. Hatte jetzt mit der Bundle ist kein Hit bekommen, na klar, ist halt viel zu neu.
hat man aber auch auf Turnieren nur ab und zu so gesehen, mit der Burner-Variante und mit der anderen Handwrap, ich glaube dir alles mit treuen Lockbird und so. Hier haben wir nächste Secretware, den Ningyurzu. Ich glaube, den hat Max auch vorgestellt, dass der richtig krass sein soll. Tja. Und sonst Code of the Duelists. Naja, ein paar Comments gehen ganz oft raus. Die Back to the Front als Rare, ganz cool. Die Gokis, vielleicht kommt da irgendwann noch Support, dass das besser wird. Ich finde das Set gar nicht so schlecht. Vor allem, das ist ja erstmal nur ein Einstieg, um in das Link-Thema reinzukommen. Und das ist denen, glaube ich, ganz gut gelungen, dass erstmal nicht so krasse Effekte kommen. Oh, hier ist schön der War Chalice God Rank. Der war ja auch teilweise auf 15 Euro. Können wir mal hier rauspacken, den ganzen Chrom. Haben wir ja schon einiges. War noch was? Nee, Gott. Sind übrigens jetzt schon bei der Halbzeit. Und noch eine Misus. Gut, dass ich das Set jetzt gerade reinbekommen habe, weil die Misus Radiant sind fast alle weg. Die knapp 200 Stück, die ich hatte, das ist Wahnsinn. Immer, jeden Tag. So. Ansonsten die Promo-Karten stehen zum Verkauf. Die sind online seit heute Mittag, glaube ich, bei meinem Bereich beim Yu-Gi-Oh! Card Market. Und alles andere folgt dann, wenn ich hier fertig bin mit meinen Leuten das aufzumachen. Ist noch gerade echt mal ein bisschen entspannt, so ein paar Booster öffnen, mit euch ein bisschen quatschen, euch irgendwas erzählen hier. Aber da geht es gleich weiter an der Arbeit und es hört nicht auf, es wird nicht weniger. Das ist, wo ich das Video jetzt drehe am Mittwoch 17 Uhr, habe ich immer noch 1000 Karten zu suchen, die natürlich fertig werden müssen bis morgen. Nächste Ultra Rare Trickster Holy Angel. Da haben wir den. Ist glaube ich nicht ganz so viel wert. Also der Guard Dragon war schon was Gutes. Und mit Firewall Dragon wäre auch ganz cool, weil der steht gerade bei über 40 Euro. Und da habe ich auch keine mehr. Alle weggegangen. Weiß nicht, seit Release wollte den keiner haben und dann auf einmal jetzt, oh, wir brauchen. Naja, Trickster hat es möglich gemacht. So, haben noch zwei Packs. Gucken wir doch mal, ob hier noch was Cooles drin ist. Und zwar, ja, sehr gut. Ach, da bin ich doch lucky drüber. Das ist schön. Cool. Ein Firewall Dragon. Teuerste Karte des Sets momentan. Sehr gut zu gebrauchen und ja, cool, da haben wir ihn. Dann habe ich das doch schon mal gut hier hinbekommen, hier wieder ein Opening mal zu machen mit der besten Karte draus, also mit der teuersten. Und irgendwie hatte ich es auch gespürt, dass da jetzt gerade in dem Booster was sein könnte. Das war cool. So, letztes Pack. Hat sich, denke ich mal, bis jetzt gelohnt. Rechne mal hoch. Der Firewall verkaufe ich gerade für 45, Lumina 15, sind wir schon bei 60. Muss ich gar nicht weiter rechnen. Hat sich gelohnt. Oh, ja. Das Spellbook of Knowledge. Warum auch nicht? Beste Ultra Rare im Set. Geht gerade auch so 15 Euro. Sind wir schon bei 75. Der Guard Dragon in 10er, 85. Das war, denke ich mal, ein recht solides Display. Falls ich manche wundern, warum ich teure Preise ansehe, guckt euch einfach mal den Markt an für englische Ware. Guckt ihr euch bitte mal an. Da kann man ruhig andere Preise verlangen, weil vor allem die englischen Displays sind teurer und es gibt halt weniger auf dem Markt und die Nachfrage ist trotzdem ziemlich hoch. Ja, dann war das jetzt mein Opening hier von der Special Edition von Code of the Duelist. Das ist die Ausbeute. Gefällt mir sehr persönlich und ja, dann kommen ja noch vor allem die dazu. Das sind ja dann nochmal 5x Strikes. Sind wir bei 20, sind wir schon noch mal bei 25, 30 Euro für die Promos, dann sind wir bei 115, vielleicht so 110 Euro fürs Display. Und dann sagt mir mal noch einer, Code of the Duelist lohnt sich nicht, ne? Das ist Megaset momentan. Jo, macht's gut, das war's. Bis zum nächsten Mal, euer Jens.